Mein Name ist Doris Bechtold-Jansson. Ich bin die Abteilungsleiterin des Technischen Gymnasiums in Sinsheim. Ich heiße Steffen Ebert und bin der Oberstufenberater an unserer Schule. Gemeinsam wollen wir euch das Technische Gymnasium an der Friedrich-Hegger-Schule vorstellen. Unser Technisches Gymnasium ist ein Gymnasium in dreijähriger Aufbauform. Das erste Schuljahr bezeichnet man als Eingangsklasse und die beiden darauffolgenden Schuljahre als Jahrgangsstufe 1 und Jahrgangsstufe 2. Im zweiten Schulhalbjahr der Jahrgangsstufe 2 erfolgt die schriftliche und mündliche Abiturprüfung. Nach erfolgreichem Abschluss erhält man das Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife. Das ist der Türöffner für alle Studiengänge. Bei der Anmeldung muss man sich für eines unserer drei Profile entscheiden. Es stehen zur Wahl das Profil Mechatronik, das Profil Informationstechnik oder das Profil Technik und Management. Der Unterricht umfasst die allgemeinbildenden Fächer wie Deutsch, Mathematik und Englisch, deren Inhalte an allen beruflichen Gymnasien identisch sind. In den Naturwissenschaften gehören bei uns auch fachpraktische Übungen dazu. Und dann natürlich das gewählte Profilfach, welches sechsstündig unterrichtet wird. Im Profilfach Mechatronik werden Kompetenzen in den Bereichen Maschinenbau und Elektrotechnik vermittelt. Im Profilfach Informationstechnik setzt man sich mit den Bereichen Hardware und Software sowie mit IT-Systemen auseinander. Technik und Management als Profilfach verknüpft Inhalte aus dem Bereich Maschinenbau mit betriebswirtschaftlichen Grundlagen. Die Aufnahmevoraussetzungen sind ein mittlerer Bildungsabschluss, egal in welcher Schulart diese erreicht wurde, mit einem Notenschnitt von 3,0 in den Kernfächern Deutsch, Mathematik und Englisch, und keines dieser Fächer darf mit schlechter als 4,0 bewertet sein. Auch Schülerinnen und Schüler vom Gymnasium können ins Technische Gymnasium wechseln. Vom G8 kommend mit dem Versetzungszeugnis in die Klasse 10 oder dem Versetzungszeugnis in die Kursstufe 1 oder vom G9 kommend mit dem Versetzungszeugnis in die Klasse 11 bzw. in die Kursstufe 1. Hier ist kein besonderer Notenschnitt erforderlich. Anmelden müsst ihr euch über das Bewerberverfahren online, kurz BEWO, des Kultusministeriums. Das heißt, die Schulplatzvergabe erfolgt zentral durch das Ministerium. Ab Ende Januar könnt ihr euch dort anmelden. Was erwartet euch bei uns? Der Unterricht erfolgt in modernsten Fach- und Laborräumen. Natürlich ist Unterricht alleine nicht alles. Wir legen sehr viel Wert auf unsere besonderen außerschulischen Veranstaltungen. Hierzu gehören das Skilandheim für die Eingangsklasse, Sprachreisen, zum Beispiel nach Alicante, Studienfahrten in europäische Großstädte und Exkursionen wie ins Europaparlament nach Straßburg oder in das ehemalige KZ nach Dachau, um nur zwei Beispiele zu nennen. Selbstverständlich finden auch regelmäßig verschiedene Sportevents an und außerhalb der Schule statt. Haben wir euer Interesse geweckt? Ausführliche Informationen erhaltet ihr an unserem Informationsabend. Und falls noch Fragen zur Bewerbung offen bleiben, bieten wir im Februar eine Anmeldeberatung an. Ab dem 15. Januar könnt ihr euch hierfür auf unserer Webseite anmelden.